Auch im traditionellen Japan hat die Woche schon begonnen und das mit, naja, Regen. Es ist zwar sehr warm, es ist allerdings durchaus windig und Sie hören es vielleicht im Hintergrund, Sie sehen es, es ist extrem windig. Und nicht ganz so toll ist der Start auch an der Börse gewesen, zumindest mal bis jetzt. Hier ist noch Mittag, das heißt noch nicht wirklich der Tag rum, aber trotz alledem sowohl in Tokio als auch in Hongkong zumindest mal rote Zahlen. 1,5% habe ich eben gesehen in Hongkong, aber wie gesagt, das sind noch vorläufige Zahlen, nicht ganz 1% minus in Tokio. Also wir werden da sehen, was noch auf uns zukommt. Allerdings, sage ich mal, gibt es ganz gute Chancen, dass es heute wohl nicht der schönste Tag auf Erden gibt, zumindest mal, wenn man hier auf die Kurse guckt. Naja, das war auch nicht anders zu erwarten. Denn tatsächlich auch in Deutschland und in Amerika hatte das vorwochenendliche Handelsergebnis nicht wirklich gut ausgesehen. Wir sind unter die 12.000er Marke, unter die 12.000, jetzt muss ich gerade gucken, gerutscht. Allerdings haben wir uns zumindest mal gegen Ende dann doch noch ein wenig gehalten. Naja, wir werden sehen, wohin es geht, aber charttechnisch eigentlich sind die Schleusen jetzt auf für weiter abwärts gerichtete Märkte. Ich hatte jetzt am Wochenende eine Diskussion darüber, ist das jetzt wegen Trump, weil er eben hier die Zölle erwähnt hat, beziehungsweise schon gesagt hat, jetzt geht's dann los, oder woran liegt das? Naja, charttechnisch war das vorher schon abzusehen. Und es sieht ein wenig danach aus, als ob Trump eigentlich nur darauf gewartet hat, dass der Markt eine Schwäche zeigt und dann schlägt er los. Naja, ob das wirklich so ein Zusammenhang ist, das weiß ich nicht. Aber wir Charttechniker, wir lesen normalerweise ja am Chartbild ab, ob der Markt als nächstes sich nach oben oder nach unten bewegt. Was für heute auf dem Trade des Tages steht, das weiß ich noch nicht. Das werden wir noch mal gucken müssen, ob wir da irgendwie was erkennen können, aber lassen Sie sich überraschen, was es sein wird, welchen Markt wir hier angucken. Es kann durchaus sein, dass es irgendwas mit Euro und US-Dollar zu tun hat oder überhaupt mit dem US-Dollar, denn viele, viele Märkte, sowohl der Euro gegen US-Dollar als auch Gold, als auch Öl, das sind alles Märkte, die sehr stark vom Dollar abhängen. Uiuiui, jetzt wird es auch noch extrem windig hier, da muss ich schon kämpfen, den Schirm hier gerade zu halten. Naja, da haben wir starke Bewegungen gesehen und jetzt kann man nur noch hoffen eigentlich, dass vielleicht der Markt uns eine schöne Korrekturbewegung bringt, um dann einen Einstieg da zu finden. So, bevor ich jetzt hier wegwehe, lasse ich jetzt hier das Video mal zum Ende kommen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Gucken Sie sich den Trade des Tages an. Kommen Sie gut in die Woche. Heute, naja, klassischerweise ohne Termine oder ohne wesentliche Termine zumindest mal, keine Market Mover mit dabei. Alles Gute für Sie. Wir sehen uns und lesen uns hoffentlich. Bis dahin, alles Gute.